Und wir kommen zurück zum Mass Effect, dem Spiel, wo ich mal kurz alle Grafikeinstellungen neu machen muss. Also wenn jetzt irgendwas gleich ganz so brickt und kaputt geht, dann liegt es daran, dass ich gerade die Grafikoptionen, die haben sich irgendwie resettet. Ich musste gerade alles neu einstellen. War irgendwie komisch. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Ich habe jetzt schnell rudimentär alles schnell eingestellt, weil es ist irgendwie immer live. Dafür machen wir das Ganze hier. Hat ja irgendwie ein bisschen Hitman ersetzt. Eigentlich sehr schade um Hitman. Aber das heißt, Hitman macht halt echt gar keinen Spaß, ne? Na gut, Hass, die können wir... Wie man der jetzt zurückschießen kann. Sieht aktuell nicht aus wie irgendjemand, der zurückschießen kann, oder? Ein Husk ist hier noch, aber den kann ich auch noch wegballern. Kann das sein, dass Husk... Ah, doch. Husk kaputt schießen mit überlegenen Waffen macht schon irgendwie Spaß, oder? Ah, denn wie die Bodentexturen sehen aber nicht mehr so hochauflösend aus, oder? Ach, ich weiß es nicht. Da müsste ich irgendwie mit dem letzten Stream vergleichen. Nee, die sehen gar nicht gut aus, oder? Die waren noch vorher nicht so behindert. Ja, die Textur sieht auch scheiße aus. Ja, ich ahne, irgendwie hat sich's resettet. Ich muss dieses. Ja, doch, weil ich mir das angucke. Ich muss die Grafik nochmal neu ansehen. Okay, das. Wir spielen dann nochmal mit Low-Res-Grafiken. So sieht Mass Effect im Original aus. Herzlichen Glückwunsch aber auch. Ja, mal ohne Witz, was soll denn das? Warum hat sich das resettet? Ich verstehe das nicht. Ich habe in Mass Effect nichts gemacht. Das wird doch nicht mittendrin gepatcht haben, oder nicht? Ja, es sieht schon ganz schön verwaschen aus, oder? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Warte mal, das ist. Kann ich in den Grafikoption noch was machen? Also, das ist. Ich finde das gerade echt strange, dass sich das so resettet hat. Aber prinzipiell habe ich hier. Ja, Textur, die teilt sich wohl drauf. Ja, schön. Na gut, das hat sowieso keine Aussagekraft, wenn man den komischen Mod da installiert hat. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Warum Mass Effect so doof ist. Vor allen Dingen ein paar Sachen sehen noch, zum Beispiel hier gerade irgendwie die Gesichter oder so, die sehen noch so aus. Hätten sie vollen Texturen. Ich weiß es nicht. Ich spiele jetzt einfach mal ein, zwei Stündchen mit diesen komischen Texturen gut ist und beim nächsten Mal habe ich das behoben. Könnt ihr keine Ahnung, dass das hier so passiert. Mann. Wahrscheinlich darf ich. Achso, warte, ich so ein bisschen. Nein. Ja, doch, jetzt wo ich es mal so von nahen sehe, die Texturen sehen echt scheiße aus. Ach Mann, das nervt schon wieder. Warum macht das denn so? Jetzt muss ich mich wieder. Ich habe immer so gespielt. Ja, aber ich habe jetzt diesen dummen Mod installiert, jetzt möchte ich ihn auch benutzen. Es war viel Arbeit, das hinzukriegen. Und jetzt ist hier wieder Low-Res mal. Das. Hey, lassen Sie das. Verdammt, das ist noch einmal. Hä? Wo ist das hier jetzt hin? Hä? Haben wir denn alle Husks? Schön. Ja, vor allen Dingen ein paar Sachen? Ich weiß nicht, also das ist. Zum Beispiel, wenn man mal oben den Helm anguckt, der sieht noch voll texturiert aus. Was ist denn hier los? Ja, das ist ja richtig strange. Okay, dann muss ich wahrscheinlich nochmal komplett neu installieren. Mann, ist das nervig! Das sieht aber echt scheiße aus. Vor allem, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie Mass Effect 1 aussehen kann, wenn man mal ein paar Mods installiert, beziehungsweise eigentlich einen, dann sieht jetzt die Grafik hier gerade echt ganz schön verwaschen aus. Das finde ich nicht schön. Warte mal, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Finden wir bei den Überlebenden. Also wir sind übrigens hier, weil wir ermitteln wollen, was mit den Kolonisten hier passiert ist. Das sind wir überhaupt hier. Und ich war schon beinahe der Meinung, ich kann die Mission nicht machen, weil ich hier niemanden gefunden habe. Okay, wir finden einen Computer. Naja gut, das ist ja fast so gut wie Überlebende. Der hat mich trotzdem jetzt. Ich installiere hier nicht irgendwelche Grafikmods, was haben wir hier schon jetzt gefunden? Nur um die am Ende nicht zu nutzen, was soll denn das? Mann. Das ist sowas, was immer vor der Aufnahme passieren muss. Das verwirrt mich schon wieder hart. Haben wir noch was da plündern können? Das hat sich zumindest. Oh, Alter. Das hat sich zumindest hier gelohnt, das Ding, Kampfscanner, Schredder. Also zumindest von den Upgrades hier. Ein kulinarisches Pionierpin besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Ja, aber ich habe immer noch ein Ausrufezeichen auf das Terminal. Achso. Ich kann das ein- und ausklappen. Das ist ja super. Ja, gut, dass ich nie eine Grafikhure war. Tja, da müsst ihr mal mit anfangen, Freunde. Verkauft man sich denn einen neuen Rechner, um dann alt. Okay, der Raum ist einfach nur komplett leer. Auch nicht schlecht. Und verkauft man sich dann bitte schon einen neuen Rechner, um dann alte Spiele, die man modden kann, nicht vor Grafik zu spielen. Das ist eines der Hauptargumente für mich im. Grafik irgendwie so, weißt du, also so Zeug und so, ne? Also das ist, wenn man endlich mal, also ich weiß es noch früher, wo ich einen alten Rechner hatte,
meiner ersten war mit 800 MHz oder so. Was noch, wie ich Empire Earth mit einem absolut niedrigsten Grafik spielen konnte. Sie konnte doch nur einen gegen einen Computergegner spielen. Weil wenn da mehr waren, dann war das ganz so schlecht. Dann weiß ich noch, wie ich mal wie bei meinem Cousin war. Und da, der hatte dann etwas neue Rechner. Da konntest du denn 8 Leute free for all auf einer riesengroßen Map spielen. Das lief flüssig, butterweich. Und das war so wunderschön. Und bei mir zu Hause lief das halt gar nicht. Und das hat halt geruckelt wie sonst was. Und bla und überhaupt. Und das, ach, war alles doof. Und dann so. Und das. Und das Ding ist sowieso ein bisschen, wenn wir der Anspruch, dass wir einen guten Rechner haben, ist schon wie schön. Das ist Blinken da vorne, nicht so, habe ich mir selber. Ich habe mir selber einen Punkt gesetzt. So, ich glaube, ich bin dann auch prinzipiell fertig mit diesem Planeten, oder? Ne, da vorne ist noch ein. Ne, ist ein Erkunden des Beryllium da. Okay, wir haben dann alles gesehen und diesen Dings zurück zu Normandy. Ich weiß sowieso nicht, wie ich jemals auf diesem Planeten überhaupt gelandet bin. Was soll's. Ach, das mit der Grafik nervt mich jetzt. Aber ich weiß, dass es zu lange dauert, das jetzt zu beheben. Als dass ich das. Warte mal, jetzt? Hat er jetzt wieder die Hoch. Nee, doch nicht, oder? Oder? Vor allem das Schönste wäre noch, wenn er in Wirklichkeit die High-Res-Textur geladen hat und ich jetzt nur meckere umsonst. Das sind hier. Ach, guck mal, die Rüstungen, die sehen zum Beispiel. Die sehen eigentlich ziemlich hochauflösend aus, oder? Also detailreichend alles. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wie das Original-Mass-Effekt aussieht. Ob ich hier gerade meckere, unnötig. Obwohl, jetzt sieht das. Das sieht doch eigentlich alles gut aus hier, oder nicht? Oder es kann natürlich auch sein, dass wir gerade Texturen gesehen haben, die gerade vom Textur-Update einfach nicht betroffen waren. Das kann natürlich auch passieren. Guck mal, wenn man sich hier mal so kurz scheppert. Warte mal, hab ich die? Nee, ich habe die, meine lustigen Schattenbugs nicht mehr. Also würde ich davon ausgehen, dass ich das. Ich habe keine Ahnung, wie ich nur rede. Ich höre jetzt auf, über diese dumme Grafik zu reden. Guck jetzt auf ins Questlog. So, Hauptaufträge. Kann ich noch was anderes machen? Puderanische da. Kann man einen. Auf Firos haben sie einige. Auf Noda Krux, Exogeny. Exogeny ist eigentlich mal recht interessant. Maron Seecluster. Maron befindet sich im Boss. Noda Krux befindet sich im Boss-Dingsbums. Da war ich gerade nicht, oder? Oder war ich da gerade? Das wäre natürlich sehr witzig, wenn ich gerade auf dem Planeten war, die Exogeny-Station trotzdem nicht gefunden habe. Nein, wir sind auf Shaskar, ist klar. Gut, dann hier möchte ich nicht sein. So, wir sind doch eigentlich schon im richtigen Sternsystem, oder? Warte mal, Noda Krux. Offensichtlich sind wir nicht. Wir sind im Maron See, genau, wir sind im Maron See, aber. Anscheinend im falschen System, so wie es ausschaut. Na gut. Fliegen wir in ein anderes, ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja hier FDL-Drive und so. Was? Der MSV Kunopia, was ist denn hier los? Die Kopien ist eine menschliche Modullastschiff der Kovlon-Klasse. Obwohl das Raumschiff offensichtlich führungslos und herzträglich ist, sendet es kein Signal aus. Richtung Exolar Shipping, Sonnensystem. Ja, das gucken wir uns doch mal an. Man konnte im Mass Effect 1 schon Schiffe an Bord gehen? Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also gar nicht, könnte man fast sagen. Ja? Ja, die Texturen sehen wieder ganz schön Low-Res aus, was Garrus da anhat. Ja, doch, Low-Res-Texturen. Aber wie. Ach, ich wollte auch mal darüber zu reden. Mal gucken, was hier los ist. Auf diesem Schiff. Hallo, Phelps. Offensichtlich erstmal gar nichts, außer. Doch, warte mal, ich kann mich erinnern an dieses Schiff, glaube ich zumindest. Das kommt mir irgendwie gerade so bekannt vor. Das blubbern gerade zur Erinnerung hoch. Mal sehen, ob wir hier irgendwas finden. Außer wahrscheinlich wieder Husks, die mir gleich entgegenschmeißen werden. Hab ich's nicht gesagt! Vor allem, wie sich mein komplettes Team mal schon gleich instant tot ist, wenn die Husks kommen. Wir spielen auf einfach. Möchte ich übrigens nochmal fürs Protokoll festhalten. Ey, wie viel Damage haben die denn jetzt schon wieder genommen? Ein kurzer Kampf. Ich frag mich nur, die Husks machen echt brutal viel Schaden. Das ist, selbst auf einfach, das ist echt krass. Das ist echt krass. Schlecht. Na gut, dass ich Nahkampf kann, wa? Da könnten meine Männer jetzt bitte. Kommt wahrscheinlich, wenn du nur eine Pistole benutzt. Ja, das Ding ist, ich kann nichts anderes benutzen. Zack, alle wieder hochgeheilt. Ich kann nichts anderes benutzen. Ich kann ein Scharfschützengewehr benutzen, aber. Benutzen, was ich gerade benutzen gesagt habe, aber ganz ehrlich, so Scharfschützengewehre. Ja gut, das hilft gegen einen, aber. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Also Garrus ist trotzdem tot, ne? Also das ist.
Weiß nicht, ob ihr jetzt findet, dass das Pistole jetzt so gut, ob das jetzt so gut war. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch ein paar Schummiwehre gefunden zwischendurch. Warte mal, 247, was hat ein Gauss aktuell bei? Ein schlechteres, alles klar, nimmst das hier. Auch noch was anderes gefunden, was halbwegs brauchbar ist. Nee. Ne, 228 ist das Ende. Warte mal, 228 ist trotzdem besser als das, was ich habe. Habe ich noch eine gute Schrotflinte zwischendurch aufgesammelt? Natürlich nicht. Pistole, na gut, da habe ich ja nicht gekauft, eine gute. Da wird sich wahrscheinlich so schnell nichts finden. Was haben wir hier noch? Rüstung haben wir auch keine. Haben wir noch eine Rüstung gefunden? Nö. Warte mal, ich wollte doch noch meine Waffen-Upgrades, wollte ich nochmal checken. Ich habe doch neulich alles rausgenommen und habe das dann ganz bitterlich bereut, weil ich mir dann aufgefallen ist. Was hat das für Sie hier? Weil mir dann aufgefallen ist, dass ich mir die ganzen guten Sachen verkaufe. Was habe ich aktuell drin gegen synthetische Ziele? Jetzt ist natürlich die Frage, als was zählen Hass als synthetisch? Ich nehme mal hier gegen. Ich nehme mal Schredder mit. Das könnte was bringen. Oder haben wir vielleicht Schredder 5 bei? Na, haben wir? Natürlich haben wir Schredder 5. Warum mühe ich mich hier rum mit Schredder 4? Total Quatsch. Schrotflinten sind mega gut, wenn man drauf geskillt hat. Na, rate mal, was ich nicht geskillt habe. Richtig, Schrotflinten. Hier steht noch so ein Fass rum. Und ansonsten nichts. Na gut, dass wir in diesen Gang hier gelaufen sind. Aber ich denke, das ist vor allen Dingen ein Trägerraum schon. Warum sind hier eigentlich so viele Husks? Also, für jeden Husk muss ja irgendwann mal ein Mensch da gewesen sein. So, rennen wir jetzt wieder. Ne, wir rennen richtig. Türsturm. Ah ja. Hier kommen wir dann, wo die Husk her. Aber wo andererseits, wenn ich die ganzen Betten hier sehe, waren doch irgendwie relativ viele Leute vorher drauf, diesem Schiff. Offensichtlich. Medizininterface 5. Das kommt mal in den Rucksack einbauen. Ja, eine Rüstung einbauen. Was habe ich denn drin eigentlich? Ich habe Medizininterface 4. Ne, nehmen wir nochmal über das Bessere. Das kann nur gut sein, denke ich mal. Ach, jetzt sind diese Cthulhu-Bots wieder da. Nur, dass sie diesmal nicht mehr Cthulhu machen. Jetzt machen. Also, die Bots haben auch jedes Mal diese komischen Twitch-Chat-Bots. Die haben auch jedes Mal irgendwie ein anderes Prinzip. Erst haben sie angefangen, lange Texte zu schreiben. Das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert. Und jetzt schreiben sie nur noch so einen komischen Link. Gibt es diese komischen Linksposts immer noch auf Twitch? Das heißt hier immer noch. Schon wieder! Die sind jetzt anders als vorher. Jetzt verlinken sie immer so eine komische Webseite. Also vorher haben sie immer so eine Goggle-Links benutzt, also diese Google-Abkürzungsdinger, wo die eigentlich kann man auch zu legitimen Zwecken benutzen und jetzt machen sie etwas anderes. Nur zwei Nummern. Okay, was haben wir hier? Eine Kommandopult? Laut des Logbuchs war das Schiff draußen beim Perseus-Nebel. Offenbar haben sie eine Art Alien-Artefakt gefunden. Sie haben es an Bord geholt und dann. Das ergibt keinen Sinn. Sie haben einen Kurs eingegeben, der direkt in den Perseus-Nebel führte. Als wollten sie von den Gate gefunden werden. Was übrigens auffällt, ist, dass die Gesichtstexturen immer noch High-Res sind, aber alles andere nicht. Das ist natürlich auch super. Ich meine, das ist ein Großteil, wenn man schlechte Texturen sieht, ist halt bei solchen Nahansichten wie diesen hier. Und da ist ja ganz gut, dass die Gesichtstexturen noch gut sind, aber trotzdem. Auch wenn Lea aber gerade ein bisschen, was? Dieses Artefakt muss etwas mit ihnen gemacht haben. Warum sollten sie sonst in den Gate-Raum fliegen? Die Einträge danach ergeben nicht mehr viel Sinn. Es ist, als wäre der Captain langsam verrückt geworden. Hier steht nichts darüber, wie sie wieder ins Gebiet der Menschen kamen. Die Geth haben sie in Husks verwandelt und das Schiff da gelassen, wo man es findet. Als Warnung an andere Organische, dass sie nicht in den Nebel fliegen. Das ist ja eine tolle Warnung. Also, sehen wir jedenfalls sehr freundlich. Aber schön, dass das. Ah, dann hätte man doch besser ein Notrufsignal absetzen können. Die geht sicherlich doch für die Lage, dass das so ein Signal absetzen, oder? Da muss man sich ja. Das kann nicht so schwierig sein. Also, muss ich jetzt wirklich den kompletten. Wahrscheinlich finde ich hier gleich nochmal 5. Nee, doch nicht. Okay, ich bin überrascht. Warte mal, wohin geht's denn hinten noch lang? Ach, war ja so klar. Rotfeld überzeugt mich nicht. Immerhin keiner gestorben diesmal beim Counter. Das ist ja schon mal viel wert. Ach, scheiße. Durchziehen! Nur wer schießt, der bleibt. Ja. Wenn ich meine komische Schnellfeuerfähigkeit habe, ist das so alles. Eigentlich habe ich die Dauer, fällt mir gerade so auf. Weil bevor der Balken hier zu Ende ist, ist das Ding schon wieder fast aufgeladen. Also es gibt vielleicht so ein 10-Sekunden-Fenster, wo ich die Teile nicht habe. Oder? Mal gucken. Jetzt ist alle. Naja, 10 Sekunden Fenster kommt eigentlich ganz gut hin. Jetzt habe ich sie wieder, oder? Naja, sagen wir 15 Sekunden Fenster. Okay, ist doch noch ein Zeitraum, in dem ich tatsächlich sterben könnte. Niemand gestorben? Ja, wirklich. Es ist relativ selten, dass meine Leute nicht random sterben. Ich weiß auch nicht, was mache ich falsch. Ich müsste die wahrscheinlich mehr Micromenschen oder so, die Beine irgendwie zur Seite schicken. Aber prinzipiell sind die sowieso noch Kanonenfutter für mich. So. Das Ding ist, ich habe jetzt zwar hier schön, dass ich hier gerade so Dinge untersucht habe, aber eigentlich wollte ich doch auf Nuda Crux oder irgendwie so landen und so komischen Planeten und nicht hier so ein Schiff untersuchen. Es war schön, dass wir es gemacht haben.
Aber eigentlich wollten wir auf dem Planeten, ne? Ah, das sieht richtig doof aus. Erkunden. Wieder Geld gefunden. Das ist ja auch schön. Was haben wir hier noch? Fanuri. Da sieht die Textur wieder hoch aus. Das ist irgendwie gerade richtig random, welche Texturen gut sind, welche nicht. Also irgendwie gab es den komischen Patch, der ein paar Sachen überpatcht hat, glaube ich. Ja, keine Ahnung, was passiert ist. Antida, da gibt es auch nichts. Was? Turianische Insignien gefunden. Yay. Die wollte ich aber auch nicht. Almacrux. Ich denke, Almacrux war der Planet, wo wir hin wollten. Aber ich. Ist der Almacrux? Wir werden es gleich sehen. Almacrux ist ein Hemisphäre aus Methan und Ethan. Trotz seiner großen Distanz zu Caspian erwärmt er energetisch jüngere Sterne die Oberfläche fast bis auf gemäßigte Temperaturen. An der Stadtengrenze, wo das während der langen Nacht der dunkle Seite gefrorene Wasser auf die warme Luftmasse in der Tagseite trifft, herrschen üblicherweise dichte Bodennebel. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kupfer mit Vorkommen Natrium. Das auf Almacrux Überfluss vorhandene Wasser, die relativ milde Temperaturen und auf die moderate Gravitation haben, den Planeten einen Platz auf den relativ kurzen Listen der für Terraformen geeigneten Welten eingebracht. Allerdings gibt es bedeutenden Widerstand von selbst ökoethischer Gruppierungen, die behaupten, dass Almacrux methanbasierte Bakterien, die Vorläufer eines vollständig entwickelten Einheim Organismus sein. Naja, wie lange wollen wir da warten, bis wir davon was haben? Da muss man auch mal ein bisschen bioethisch Terraforming. Das ist, also, es gibt ja viele Arme, da gegen Terraforming zu sein. Nur weil sich da irgendwann in 2 Milliarden Jahren, das müssen wir Planet probieren wollen, weil sich in 2 Millionen Jahren da irgendwas entwickeln wird, ist vielleicht ein bisschen Weltenmaterialien schon, ist vielleicht ein bisschen weltenverbesserisch, oder? Das ist, man kann es auch übertreiben. Ich bin natürlich höher. What is a Streambot? Actually, I'm not sure if you are a bot or not. And if I should answer that question. So, hier ist übrigens auch nichts. Fluff. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Das ist ja hilfreich. Warte mal, ich lese gleich noch so eine grüne. Ich lande da gleich. Warte mal, vorher möchte ich mir Chromaten noch mal kurz angucken. Notacrux ist eine grüne Welt mit reichlich Wasser, einem gemäßigten Klima, einer dichten Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre und ein üppiges Ökosystem. Die Bedingungen für Leben scheinen perfekt zu sein. Der relativ hohe Anteil von Sauerstoff trägt zur Vitalität der Menschen bei, hat aber gleichzeitig die Entwicklung von Insekten von furchterregender Größe ermöglicht. Leider ist Notacrux ein Fall von beinahe, aber nicht ganz. Wie auf der Erde kommt es häufig zu Gewittern, aber Notacrux dichterer sauerstoffreicher Atmosphäre sind die Ohrenbetäubung und Ursachen ständige Lauffeuer. Noch schlimmer aber sind die großen und allgegenwärtigen der Hochdruckatmosphäre umherliegenden Pollenknäuel. Bei Menschen unter anderem sauerstoffatmenden Wesen verursachen sie schwere oder tödliche allergische Reaktionen. Herzlichen Glückwunsch. Wie kann man sich bloß so einen hässlichen Shepard machen? Der ist Dimitri. Lass Dimitri in Ruhe. Dimitri ist super hübsch. Der ist nur visuell ein bisschen eingeschränkt. Was ist ich? Hä, den Planeten erinnere ich mich noch. Echt? Ich nicht. Makon! Puff. Sag mal, vor allem die Textur von Mako sieht auch schon wieder high. Ach, ich raste aus. Das ist irgendwie komplett random, wenn wir gute Texturen kriegen oder nicht. Das regt mir noch mehr auf, als durchgehend schlechte Texturen zu kriegen. Ist, dass ich so einen Mix aus halb-halb habe und ich gerne mal wüsste, warum eigentlich. Aber wo sind hier Gewitter ohrenbetäubend laut? Was ist denn da vorne eigentlich, was man da beschießen kann? Oh, hier sind auf jeden Fall die erwähnten Pollen, so wie es ausschaut. Also irgendwo da vorne hat es Gegner, aber ich sehe die nicht. Ich fahr mal auf den Hügel gegenüber, vielleicht sehe ich denn was. Aber wahrscheinlich wieder geht. Oh, ich kann hier Affen erschießen, das ist ja cool. Das sieht eher schon wieder aus wie Husk. Das Schöne an Husk ist, die explodiert. Man kann, wenn ich da genau in die Mitte treffe, sind beide tot. Haha! Wie lange brauche ich eigentlich mit dem MG dafür? Oh, nicht lange. Das geht ja noch. Da drüben ist noch. Ah, hier sind gleich zwei Lager. Boom! Guck mal, da ist noch einer. Ach scheiße, ich kann da nicht durchschießen, oder? Doch, ich kann da durchschießen, oder? Ah, ich glaube, er lebt noch. Da fehl ich hier nochmal kurz hinter. Egal, wir fahren sowieso erstmal zu dem anderen Labor, bevor ich irgendwas mache. Oder ist das wieder so eine Ein- und Ausgangsgeschichte? Oder vorne lebt er doch irgendwas? Hat er überlebt? Upsala! Ist das sonst nicht so meine Art zu schludern beim Löterschießen? Okay, das ist, glaube ich, wirklich der Ausgang, oder? Na gut, dass wir schon mal vorgearbeitet haben, denn nerven die mich hinterher nicht mehr, wenn ich einsteige, wenn ich rauskomme. Ach, na, schießen ab. Absolute Kesspunkte werden tatsächlich echt mal Zeit. Ich glaube, ich brauche noch mehr. Oh. Ach, das sind turianische Creeper? Ach, dessen sind die nicht so blau leuchten. Ich habe mich schon gewundert, warum die so komisch aussehen. Also, nicht wirklich gewundert, aber... Mann.
Nein, weg von meinem Mako. Der war teuer. Zerkratzt mich den Lack. Komisches Vieh. Boom. Also die komischen Wegelchen haben aber... Die haben aber auch das kürzere Ende bei den Texturen gezogen. Achso, die laden jetzt nach und nach... Ja, wie geht das noch? Die haben gerade dreimal nachgeladen, die Texturen. Sind immer besser geworden mit jedem Schritt. Hallo. Ich höre hier irgendwelche tollen Geräusche. Das hört sich schon wieder sehr nach Toriana an. Oh, verdammt. Das schaffe ich nicht, oder? Mann. Nein, ich will das nicht mit... Nein. Nicht genug Universal-G. Was? Das haben wir gleich. Nicht genug Universal-G. Ich gebe dir gleich Universal-G. Was braucht man dafür? 25? Das war relativ viel, ne? Ja, Dreckswaffen kaputt machen kann ich immer. Oh, Lancer, das ist was. Was ich ja schon wieder für Mist gefunden habe, ist ja unfassbar. Ja, die Tsunami ist vielleicht nicht schlecht, die könnte ich ja noch. Die könnte ich ja noch die Arrow in der Hand drücken. Die ballert zwar nie mit automatischen Waffen rum, aber das ist ja egal. Hauptsache, das ist. Hauptsache, mein Team hat gute Waffen. So, jetzt haben wir genug Universal-G. Weil ich zu doof war zum Hacken. Nur um denn. Oh, warte mal, Rüstung. Oh, Rüstung ist gar nicht schlecht. Warte mal, leichte Menschenrüstung, das ist natürlich cool. Die könnte ich eventuell Liara geben, oder? Die hat doch noch so eine. Die hat doch so eine Mistrüstung noch an. Jawollo, die ist nämlich gleich deutlich besser, die Ursa 5. Ist das hier noch die Explorer? Na, die flasht mich jetzt ehrlich gesagt nicht so. Haben wir noch eine mittelschwere Rüstung gefunden? Ne, Predator habe ich noch. Nö. Gas haben wir da auch nichts Neues. Schade, schade. Affen erschießen uns auf einem anderen Planeten. War das nicht in Mass Effect 2 mit den Affen? Auf jeden Fall haben wir da vorne erstmal ein Erzvorkommen. Das heißt da vorne und da oben, oder? Kommen wir da so ohne weiteres ran. Aber schon mal interessant, dass hier wieder Turianische Creeper sind. Na gut, wir wissen von dem Ort hier auch, von dem... Moment. Auf dem anderen Planeten, wo der halt der Turianer war. Ich stelle mich natürlich die Frage, hat jetzt Exogeny einfach den kompletten Turianer verpflanzt? Das ist ein bisschen schade an diesen kleinen Nebenstories und diesen Nebenmissionen. Dass die leider immer ein bisschen unzureichend sind. Das sind halt immer so kleine Geschichten. Und da hast du irgendwie... Alter. Nein, nein, nein. Also das Erzvorkommen ist... down. Alter, beruhig dich. Komischer Mako, fahr vorwärts. Da waren noch Kisten in dem Haus, oder? Da waren Kisten? Ey, war ich nicht gerade in dem Haus? Ich war doch gerade in den Nee, du meinst die Kisten, die da vorlagen? Ach, eben das Gelände. Ach. Die Kisten, die da vorlagen, waren, glaube ich, die waren nicht, die kommt man nicht... Oh, sie haben ein großes Goldvorkommen. Jawohl, Geld. Nee, da waren keine Kisten. Beruhig dich. Keine Kisten werden breit, aber was haben wir da? Fragezeichen. Kommen wir einfach zum Fragezeichen. Es liegt zwar am anderen in der Welt und ich ahne, dass es hier... Boah, was... In was für ein Loch bin ich denn hier gerade schon wieder reingefahren? Oh! Nee! Oh. Das ist echt auffällig, wie der Mako nur eine Highways-Textur hat und der Boden halt eben nicht. Das sieht, macht das auch ein bisschen unwirklich, vor allem, weil der Mako auch keinen Schattenwürfen mehr gerade auffällt. Das sieht ein bisschen dämlich aus. Als würde er so wie 5 Meter drüber schweben. Hallo, Mako, jetzt... Na gut, ich sehe gerade, was für eine Felswand wir gerade hochkraxeln. Das ist eigentlich ein Wunder, dass wir immer noch vorwärts fahren, ne? Oh, jetzt... Verdammt! Kann ich mal ein bisschen schräg fahren? Na? Na? Nee. Ach, können wir nicht einfach wie so einen Paddeljumper haben oder so? Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, einen fahrenden Bodenpanzer? Wie soll ich denn aus diesem Loch hier nicht wieder rauskommen, wenn man nebenbei gefragt? Hallo? Also, wirklich jetzt mal. Weil es unabhängig davon, da vorne ist nämlich Map-Ende, die einzige Seite, wo es so ein bisschen Samt aussieht. Hä? Hallo? Ah gut, da vorne könnte man eventuell rausfahren, oder? Also hier ist ja prinzipiell Vorkommen. Also kann mir keiner erzählen, dass hier nicht irgendein Map-Designer zumindest einmal drüber gebügelt hat. Aber die Hügel auf dem Planeten sind schon echt ganz schön krass. Na doch, hier kommt man raus. Ach, hallo Shuriko, nebenbei bemerkt. Alterns. Oh, ihr könnt ruhig mal ein paar rampenartige... Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, Recall zurück zur Normandy. Oh, hier geht es hier noch weiter. Wenn ich gesagt hätte, wir fahren zurück zur Normandy, wir lassen uns neu absetzen. Das wäre deutlich einfacher gewesen, wenn jetzt... Oh. Hallo, Mr. Banana Juice.
Der Kraft der Liebe schaffst du das schon, Birne. Ja, ich sehe davon. Von Liebe sehe ich hier nichts. Ich sehe nur, dass ich mir diesen dummen Paddeljumper aus Stargate wünsche. Und die Folge ist übrigens vorbei. Ich hab's nicht gerafft. Warum sagt mir keiner das 20 Minuten rum? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Mass Effect. Was guckst du nächstes Mal? Tschüss!